Ja, Borussen Berni, alter Lachs. Ja, hab wieder ein bisschen Rücken. Mein Zehennagel fällt mir auch bald ab. Ja, die Birkenstock waren angeboten, ein bisschen zu klein gekauft. Ja, willst du machen? Hakenzeichen lügen nicht, ja. Ja, gerade reingekommen auf meine 30 Zoller Nordmende-Wumme. Lars Ricke, neuer Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund. Ja, kann man mal machen, ja. Aber ich glaube nicht, dass heute Abend bei Familie Kehl eine Laola stattfinden wird und dass die Sektkorken knallen werden. Ja, nun, da muss er durch. Für eine Pizza wird's wohl noch reichen, ja. Ja, zweite Mal 1-1 die Saison gestern gegen den neuen deutschen Meister Aspirin Kusen. Ist okay. Ist okay. Also im Hinspiel in der kleinen Bayer Arena, da hatten wir noch mehr Muscle im schwarz-gelben Schlüpper, als ich bei meinem Moped Kreidler Dreigangführerschein 1970. Ja, da waren auch schwere Fragen damals, ja. Aber gestern im schönsten Stadion der Welt, nach dem Grottenholm-Kick fand das Spiel echt nicht so gut, ja. War das 1-1 echt okay, ja. Aber wir kicken in der Bundesliga so konstant wie mein Handynetz in Botswana. Nämlich gar nicht. In der Champions Knatters League, da hauen wir halb Europa die Hauer raus. Aber in der Bundesliga können wir dreimal am Tag an der Ranolli-Kirche können wir hingehen und beten, dass der Platz 5 für die Champions League reicht, ja? Und wenn wir nächste Woche nicht in Limonade Leipzig gewinnen, dann können wir Franziskus, den 260. Papst, zur Audienz, den können wir auch noch dazu ziehen. Was war überhaupt gut gestern? Ja, überragend fand ich gestern wieder Casey Hummels. Hör mal, die Kanarienvögel, sie pfeifen schon in Dortmund vom Schmackesdach. Er zieht wohl noch ein Jahr die Fußballschuhe für Borussia Dortmund an und das ist auch gut so. Schulter Schlotterbeck, auch gut. Wie heißt der Kleine da vorne? Ping Pong, den hat er ohne Senf aufgefressen. Hör mal, Ping Pong, du bist ja ein klasse Bolzer, ja? Aber dein ganzes Mimi, ja? Aber das geht mir sowas von auf die Kochones. Kerl, bleib stehen! Du erinnerst mich hier an Schulz gegen Klitschko, 99, der lag auch noch im Rückenkehr. Geht gar nicht. Fluglotse, Emre Can, boah, hör mal. Der einzige Pöhler, der nach jedem Fehlpass meint, dass irgendeiner auf die Südtribüne schuld ist. Nur er nicht. Dirigiert gestern wieder wie Karajan und spielt wieder wie Knappenknut. Ich glaube immer noch, dass er glaubt, dass er ein guter Zehner ist. Bist du nicht. Du bist allerhöchstens ein guter Viertel vor Sechser. Mehr aber auch nicht, Mensch. Mach das, was du kannst. Kerl, nervst du mich manchmal im Balch, ey. Sancho Pancho, 40 bis 50 Millionen Knatters Ablöse plus 15 Millionen Gehalt. Kannst du knicken. Kannst du komplett knicken. Die B-Note, die ist wie früher, wenn er mit den Füßchen wackelt. Aber leider stand jetzt die A-Note. Er kommt an kein Gegenspieler mehr vorbei. Und wir kommen dadurch, rennen wir öfter im Konter und haben mehr Ballverluste, als ich zum Pott renne nach 16 Bier im Westfalenstadion. Geht nicht. Kante Kobel, du bist der beste Schnapper für mich in Europa. Ist so. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Zwei. Entweder du gehst bei Ronaldinho im Sommer in die Fußballschule und lernst, wie man die Pucke von A nach B bolzt. Oder du lässt den Eisen 7 vorne in deinen Huf rein operieren und knallst jedes Mal die Pucke Richtung B1. Ihr bringt mich nach Valhalla mit dem Klein-Klein da hinten. Das geht überhaupt nicht, Mensch. Günter Netscher, ja? Ich weiß nicht, wer nach 22 Toren bei Borussia Dortmund auf die Idee gekommen ist, dich zu verpflichten, ja? Aber das wird für Borussia Dortmund definitiv nicht reichen. Und für TuS Isomatte übrigens auch nicht. Kerl, da muss mehr Schmand im Stollen. Gib mal Gas, Kerl. So, hab wieder Kreislauf hier. Entenfüttern fällt heute sowieso aus. Erstens ist der Montagsruhetag im Schnabel und zweitens Halbfinale Champions League und ein Pünktchen gegen Meister Kusen. Auch wenn wir uns in der 97. Minute angestellt haben, wie Forrest Gump, als er vom Krabbenkutter gesprungen ist, ist okay, ja. So, jetzt habt ihr eine Woche Pause. Jetzt könnt ihr schon Smoothies, Voltaren in den Pool, bei euch in die 8-Millionen-Villa, ja? Und dann geht's nächste Woche nach Sprudel Leipzig zum Endspiel um Platz 4. Und dann werben wir den Bullen, den legen wir am Grill. Dann hauen wir die komplette Kohlensäure, die hauen wir aus der Red Bull-Dose. Und dann wird es heißen um 17:15 Uhr. Aber wirklich um 17:15 Uhr. Nur der BVB, aber nur der BVB.